Also an dem Stoff Genoveva interessiert mich vor allem die Figurenkonstellation. Nämlich diese Figuren sind niemals so, wie sie an der volkstümlich märchenhaften Oberfläche scheinen. Und wenn man sich Zeit nimmt und in das Innere der Figuren vordringt, findet man unglaubliche Emotionen und Erschütterungen und Verstörungen, von denen die Figuren niemals frei sind. Genoveva ist nicht zu trennen von der anderen Frau Margareta, diese zwei Frauen. Sie sind so konträr, wie es nur sein kann, aber sie bedingen sich. Sie sind wie Tag und Nacht, wie dunkel und hell, Tradition oder Anarchie, Chaos und Ordnung. Siegfried ist auch ohne Golo nicht zu denken und umgekehrt genauso. Und die Figuren sind miteinander so verstrickt und sie bedingen sich. Und ihr seht ihn auch hier, euer Boden schwenkt ihm, als wär ich's selbst. Der Kern des Stückes ist der Schmerz und auch die Einsamkeit und diese zwei Komponente brechen in der Musik immer wieder unvermittelbar hervor. Und die sind für mich sowas wie dramaturgische Eckpfeiler für das Stück und auch Wegweiser, ins Innere der Figur vorzudringen. Der Reiz dieser Partitur für mich ist eigentlich ganz einfach die Musik von Schumann. Es geht um Harmonie, aber nicht immer den großen harmonischen Rhythmus. Es geht um die Poesie von harmonischen Momenten. Und man hat so einen Sinn von etwas, so ein Parfum, und dann plötzlich ist es weg. In der Oper, man ist so oft beschäftigt mit die Riesige, mit die große Mächte und so. Und das ist für mich war sehr schön, mit dem Orchester besonders zu arbeiten, auch mit den Sängern. Und über Kammermusik zu sprechen, über einfach zuhören. Und eigentlich, idealerweise, habe ich sehr wenig zu tun heute Abend.